Wir treffen die neuen Bösen und die künftigen Könige. 9 Berner Nachwuchsschwinger trainieren zusammen mit ihren Vorbildern. Die Eidgenossen von heute coachen die jungen Schwinger im und neben dem Sagmau und jagen ihren Puls in die Höhe. Ich bin Michael, bin 19 und mein grösster Erfolg ist der Festsieg am Nachwuchsschwingertag zu laufen. Ich bin Wenger Kilian, 31. Der grösste Erfolg war sicher 2010 am Eidgenössischen Schwingfest Frauenfeld. Der Gegner muss auf den Rücken, das ist klar das Ziel im Sagmau. Wenn der König vis-à-vis steht, ist das nicht ganz eine einfache Aufgabe, aber natürlich eine besondere Ehre. 2010 ist das Eidgenössische Schwingfest im Fernsehen geguckt. Da ist Kilian Wenger Schwingerkönig geworden. Der ist von uns im Tal. Durch das bin ich zum Schwingen gekommen. Ja. Ich sehe ihn sicher so zukünftig als Leaderschwinger in unserem Schwingclub. Die Zukunft gehört ihm. Er ist sehr beweglich für die Masse, die er gleich hat. Er hat eine gute Rumpfspannung, Scheuze. Das sollte er sicher schauen können, einen Beiz zu behalten. Ja, meine grösste Stärke ist der Ehrgeiz, der regelmässig oder ging im Training. Ja. Technisch muss ich am meisten arbeiten im Training, dass ich viel verschiedene Schwünge habe. Und konditionell muss ich sicher noch besser werden. Gegen jemanden, der körperlich noch überlegen ist, fehlt es vielleicht noch hier und da ein Kraft oder an letzter Konsequenz einen Schwung können, fertig zu machen oder anzubringen. Ich gucke, ging das jetzt zweimal in der Woche kann schwingen. Und dann habe ich daheim noch etwas eingerichtet, wo ich Kraft trainieren kann. Das Erste, was im Vordergrund stehen muss, ist sicher die Freude und die Leidenschaft, die muss an erster Stelle sein. Und dann die Bereitschaft, dass du wirklich alles dafür geben willst, alles willst auf die Karte setzen. Ich glaube, das sind so die Aspekte, die ein junger Schwinger braucht. Mir gefällt beim Schwingen extrem der Zweikampf Mann gegen Mann. Es ist eine Lebensschule, man lernt mit Niederlagen umzugehen und geht mit Respekt um. Meine Ziele sind, Grenzen zu schwingen und einen eidgenössischen zu teilen. Wenn er seinen Weg geht und gesund bleibt, bin ich überzeugt, dass er ein guter Schwinger wird. Ja. Du wachst Damian, 15, Besennenschwinger. Und mein grösster Erfolg war der zweite Rang am Berner Kantonalen Schwingfest zu Bärau. Ich bin Reiniger Thomas, bin 24, bin eidgenössischer Kranzschwinger, was zugleich mein grösster Erfolg war im 2019 zu Zug. Anstatt im Kraftraum Gewicht stemmen, Steinstossen. Auch das gibt Muskeln und ja, Vielseitigkeit zahlt sich aus. Zuerst habe ich Leichtathletik und Schwingen gemacht. Und dann habe ich das Nationalturnen herausgefunden. Wir machen Hochsprung, Weitsprung, Stehheben und Stehstossen. Durch das, dass er Nationalturnen mit dem Stehheben, mit dem Stehstossen, hat er sicher auch Kraftübungen drin, mit nicht viel zu viel Gewicht. Und mit dem Hochweitsprung und dem Weitsprung hat er auch die Spritzigkeit und die Schnellkraft drin. Ich bin momentan 75 Kilo. Ich gehe noch nicht in den Kraftraum, weil ich eher daheim mit meinem Körpergewicht trainiere. So kann ich meinen Rücken schonen. Ja, es ist sicher gut, dass er mit dem Gegengewicht arbeitet. Ich sage Liegestütze, Rumpfbeugen, Klimmzüge, Kniebeugen, Sprints, so Sachen. Also er ist sicher schwingerisch, ausdauermässig sehr gut. Kraftmässig ist er für sein Alter auch sehr auf einem guten Stand. Klar, wenn er dann mit den Aktiven mithaben will, muss er sicher gewichtmässig etwas zulegen, aber das stresst auch nicht. Er ist 15, er hat auch noch genug Zeit. Momentan muss ich jetzt etwas mehr trainieren. Ein bisschen Krafttraining, dann schwere ich sicher auch und ging ein bisschen mehr essen. Es ist sicher wichtig, dass er die Kohlenhydrate isst, eben Fleisch, Tegaren, vielleicht auch mal einen Shake nimmt oder so. Ja, einfach, dass er isst. Einfach viel, viel und gut isst. Aber da habe ich nicht Angst, das macht er schon.
Ich bin der Sommer Martin, bin 20 und bin Sennenschwinger. Und mein grösster Erfolg ist der Festzeug am Südwestschweizerischen Nachwuchsschwingertag. Ich bin der Schenk Patrick, ich bin 27, ich bin zweifacher Eidgenoss und meine grössten Erfolge sind die eidgenössischen Grenzen von Zug und SDOE. Nach so viel Training muss der Schwinger ja auch mal abschalten. Kopflüften ist jetzt angesagt, aber drinnen. Wenn man Erholung hat oder sollte haben, sollte man eigentlich nicht zu viel machen. Also das ist eigentlich, was ich immer mehr müssen lernen, dass es die Erholung auch wichtig ist, dass man halt nicht so gross bewegen sollte, sich so ein bisschen still hat. Das FIFA-Game, ich sage jetzt mal spezifisch, bringt mir das nicht viel, aber es ist etwas anderes, dass man ein bisschen vom Alltag, sage ich mal, oder vom Schwingtraining wegkommt und etwas anderes macht, ja, und gleich zwei zusammen oder mehrere zusammen. Mentaltraining momentan ist mir noch ein bisschen weniger wichtig, aber später Zeitpunkt manchmal wäre es sicher nicht schlecht, so ein bisschen Nervosität zu nehmen vor der Gang oder vor der Fest und so. Es ist sehr schwierig, Mentaltraining zu finden. Du musst jemanden haben, eine Vertrauensperson, die du kannst, sozusagen alles kannst erzählen kannst. Das ist natürlich schon eine Schwierigkeit, die wieder darauf kommt. Zusätzlich zu dem, dass Mentaltraining das ist eine schwierige Angelegenheit. Ja, jetzt am Abend vor einem Schwingfest, wenn es kleineres ist, geht es eigentlich tiptop. Und wenn es auf Kranzfest hergeht, spüre ich schon die Nervosität. Und dann am Abend recht früh schlafen und dann gleich merke ich einfach, dass innerlich kribbelt schon. Und eigentlich sollte es schon morgen sein. Ich glaube, das Kribbeln ist eigentlich auch nicht schlecht. Und das nervös sein, das finde ich, ist gut. Das könnte einfach in einem gewissen Rahmen sein. Meine Ziele in den nächsten Jahren sind sicher schon einmal den Kranz anzustreben. Aber Fest für Fest, es läuft auch nicht das Gleiche. Ja. So wie er sich in den letzten Jahren verbessert hat, denke ich, ist relativ viel möglich. Kranz sowieso, denke ich. Wenn er so sich verbessert, wie er sich in den letzten Jahren verbessert, sehe ich ein grosses Potenzial. Ja.